بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، nachdem wir die Harakat, die Zeichen alle gelernt haben, die Buchstaben alle gelernt haben und auch noch die Verlängerung mit Elif, werden wir heute eine neue Lektion nehmen. Damit wir ein bisschen nochmal wiederholen. Wir haben drei Zeichen, Ayub. Wenn der oben ist, wie nennt sich das? Macht man ä? Genau, man macht R. Und wie heißt dieser Zeichen? Und dieses. Zeichen habe ich vergessen. Fett. Wie heißt? Fett. Kesra? Nee, Kesra ist der Strich unten. Oben, Fett. Fatiha? Genau. Nicht Fatiha, also nicht Fatiha, also Alhamdulillah, sondern Fatha. Ich schreibe es dir. Fatha. Fatha. Genau. Und Kesra hast du gesagt, das ist der Strich unten. Wenn ein Strich unten ist, wie sprechen wir den aus? Das muss ich überlegen. Ich glaube, das war. Nee, Oder? er ist auch. Wie Erinnere dich an die Buchstaben, wo wir die dreimal gelesen haben, dreimal unterschiedlich. Wir sagten R und dann? I. Genau. I, U. B, Bi, Bu. Das bedeutet der Strich unten. I. Okay. Das für heute. Jetzt fangen wir mit den Wörtern an. Das erste zum Beispiel hast du Äsina. Äsina. Okay? Okay. Jetzt das zweite. Das sagst du mir. Okay, ja, sehr. Da kommt man öfters mal durcheinander, dass das ein Sel ist, aber das ist kein Sel, weil Sel lässt sich nicht verbinden. Wer Ja, okay. hat einen Punkt oben? Isa? Nee, du musst dir so vorstellen. Du hast jetzt gerade den Anfang einer Pfanne. So musst du dir das vorstellen. Und den Anfang einer Pfanne haben Ba, Ta, Tha, Ya und noch ein Buchstabe, wo der Punkt oben ist. Ja. Ich mache es dir ein bisschen einfacher. Qaf, Kaf, Lam, Mim. Nun? Nun. Das ist ein Nun. Okay. Du musst dir immer merken, wenn du Sel an Sel denkst, sagst du falsch, weil Sel muss getrennt geschrieben werden. Und das ist ein Nun. Okay. Okay? Du siehst eigentlich auch den nächsten Buchstaben, der ist ein Dal. Der grüne ist ein Dal. Warum? Weil er verbindet sich nicht mit dem Mim. Und genauso muss der Sel sein. Okay. Inshallah, wenn nach dem Unterricht kann ich dir den Unterschied schreiben, also zwischen uns. Erinnere mich, falls ich das vergesse. Also ist Okay. das weiter. Da ist kein Ba. Ah, kein Bär, ich muss ja nichts zu sagen. Das ist ein Der, oder? Genau, mit Strich unten. Ist es ein Bi? Ne, die. Der Bi? Ne, die. Ne, ne. die. Ne, die. Okay, letzte Buchstabe. Ja, das ist ein. Wer? Nee, Wow sieht anders aus. Wow ist der daneben. Meme. Nun? Meme. Meme, genau. Also sagen wir ne, die, weiter. Ne, die, ma. Super. Nächstes Wort.
Okay, das ist ein Wer? 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 Wie? Wie? Ja. Ein Wer hat einen Punkt unten und lässt sich verbinden und sieht wie eine Pfanne aus. Ich bin noch gerade in der Mitte. Oder? Das ist kein Bär, weil der Punkt ist unten. Ich hab ja, das ist ein sehr. Ach so, okay, genau. Wa, sie. Sie war sie. Bam. Der Punkt ist oben, nicht unten. Ah, ne. Genau. Alles zusammen. War sie ne. Genau. Einige machen Fehler beim Wow. Und sagen wer, also die unteren Zähne vom Kiefer mit der Lippe von oben. Wer. Das ist falsch. Das sagen die Türken meistens. Es muss mit den beiden Lippen sein. Wa. Wa sina. Natürlich, wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du mich immer unterbrechen und fragen. Weil durch die Fragen verstehst du mehr. Und da habe ich schon eine Frage, wie macht man es genau mit dem B, wenn der Strich unten ist? Wie soll man es genau aussprechen bei dem Mathe? Meinst du den Ba? Alif Ba? An dem B, wenn der Strich unten ist. Wie du es gerade gesagt hast, B. Ich meine, bei verschiedenen sagt man es ja anders. Soll ich dann einfach nur hinten ein B hinzufügen oder beim zweiten Buchstaben? Jetzt, also bei dem grünen Buchstaben hier meinst du? Ja, zum Beispiel. Okay, hier ist der Strich unten, dann sagst du sie. Oder sie, na. Würde zum Sie. Beispiel der Wow. Würde der Wow zum Beispiel jetzt auch ein Kessra haben, dann sagst du oui, sie, ne. Würde der nun auch ein Kessra haben, oui, sie, nie. Okay. Okay. Nächstes Wort. Okay. Te, te, sie, nie. Ta sie oder ta ri? Te, sie. Das ist kein Punkt. Ja, dieses da. Okay, Da. ta ist richtig. Also der ta ist richtig. Der zweite Buchstabe sind wird. Das ist kein Ja, sel. weil. Ja, das ist doch ein Del, oder? Da ist doch kein Punkt oben. Auch kein del. Dann ist das doch ein Sinn. Der Dell ist hier, der grüne hier. Der bleibt auf der Ebene. Aber der hier, der geht runter. Und dann ist es ein Genau, Ra. mit Strich unten, sagen wir. Sie. Tori, ja. Sie. Sie. Nie. Der letzte Buchstabe. Das ist ein Herr. Ah, genau, alles zusammen. Herr. Sie. Herr. Genau, Tariha. Sag mal nochmal, Tariha. Ta. Sie. Herr. Genau, super. Nächstes Wort. L Nicht L, sondern nur R. R R R I C C. B Der zweite Buchstabe ist ein C. Ja. Nicht ganz. Das ist doch ein Deck. Genau. Diesmal. Die. Okay, die. Adiba. Die. Verstanden oder? Ja, hab's verstanden. Okay. Nächstes Wort. Okay,
Ra, Ra, ja. ra, si, lam. Genau, super. Nächstes. Okay. Der Sa. Der ist er, genau, richtig. Nächstes. Okay. Tari. Ha. Tami, letztes Buchstabe, letzter Buchstabe. Tari. Tari. Genau. Ha. Ha war richtig. Tomia, aber nicht Ha. Nicht Tomia, sondern Tomia. Also ein und nicht Ha. Okay? Okay. Okay, nächstes Wort. Ja, dann überlegen. Ich glaube. Das ist genau der hier am Ende. Ah, genau der hier am Ende. Dann ein Herr, das ist dann Herr, oder? Nicht Herr, sondern Herr? ah, genau. Herr? Ja. Okay. Die? Le. Genau, super. Nächstes Wort. Na? Sie ver. Genau, super. Ne? Herr? Nicht her, weil Nein, her hätte. ich weiß, es ist dann offen da, das ist ein Satz. Genau, Strich unten, Strich Kessa, unten, sie. Nasi, ja. Na, sie. Bäh. Super. Okay, Kä? Kessa. Kä? Ich glaube, das ist ein Yeah und dann hier ein Elif. Okay, ein Elif. Ein Elif würde getrennt sein. Was? Ein Lamm? Lärm, ja. Okay. Kelly. 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 Mehr. Genau, super. Kelly mehr. Okay, Herr. me. Da, Hamida. Genau. Richtig. Ja. Ka, ri, Ja. ka, kari, ha. Genau. Versuch mal Ri. Ri. Nicht mit der Gurgel, sondern mit der Zunge. Ri, ra. Ri, ri. Genau. Ri, ha. Rieche. Genau, super. Rehi. Rehi. Ne. Genau, den ra wieder mit der Zunge, nicht mit der Gurgel. Rie. Ra. Rahine. Ja. Rahine. Okay, das ist noch. Nächstes Wort. Ja, na, nie, Ja. ze, Genau. Sagen wir ja, mal, alle Buchstaben hätten einen Kessra. Wie sagst du das?
Also Buchstaben mit einem Kisser. J. Alle Buchstaben haben einen Kessler. Also stell dir vor, der Jim hat einen Kessler, einen Strich unten. Alle haben einen Strich unten. Okay. Ja. G. Genie. Rille. Genie. Genie, sie. Genie. Sie. Sie. Weil das sehr, sehr, sehr ist. Okay. Dann nächstes Wort. Le. Das ist kein La, sondern ja. She. Fair. Super. Okay. Herr, Herr, die, Herr, die, me, Herr, die, me. Okay. He, me, Herr, die, me. Super. Ja. Er, Der lässt sich verbinden. eine letzte Stunde, le, Ja. le, i, Ja. le, i, ke, Oh. ka. Genau, super. Okay. Beschi. Ein Schienen hätte eine Gabel und drei Punkte. Ah, das heißt, ich habe eins übersprungen, warum? Behi se. Behi Super. se. Ja. Okay. Ke. Kehi de. Al-Qa'ida. Okay. Ja. Okay, Sie, me. Nicht mehr, sondern Nein. der Me. Buchstabe sieht aus. Genau, Ne, Hasila. Hasila, der letzte ist ein Lamm. Nächstes Wort. Sehr, Nicht sehr. Nicht ein sehr, sondern das ist ein kleiner Kreis und das geht dann weiter. Das, der davor, vor dem Kauf. Der Buchstabe vor dem Kauf. Kö, le, Nee. Sin, Shin, So, To, To, So, Ein, Rein. lem, Fa. Ja, das ist ein Fa, wie Fisch. okay. Aber waren wir gerade nicht bei der Mitte? Nee, wir sind immer noch beim Anfang, weil du Kerl gesagt hast. Oder La. Okay. Also Fa, zweiter Buchstabe. Fair. Fair. Le. Wir sind doch Ah, bei was dem kann jetzt. ich bewegen? Ja. Sind wir nicht als über? Also da, wo der rote Punkt ist. Deswegen der erste Buchstabe ist ein Fa und dann der grüne. Ah ja, ich war eins hinten.
Okay, gut. Ver Ver die Re. Nicht ganz. Der zweite Buchstabe ist was? Der zweite Buchstabe ist ein Ra. Genau. Also Ferri. Ferri. A. Re. Nicht Ra, sondern A. Ein. Ra. Bei dir kommt das wie ein Ra aus, also wie rein. Aber es ist nicht rein, wo du googelst, sondern A. Ein. A. Ferri. Ferri. Bei dir kommt Ra raus. Sag mal, ein Ein. A, I, Ein. O. Du. Genau. Genau das, dieser Buchstabe wollen wir. Faria. Ferri. Bei dir kommt Ra raus. Okay. Das hier. Okay. Ka. Kann sie be. Super. Okay. Die. Die. Me. Super. Okay. Was ist das nochmal? Der erste Buchstabe, was war das nochmal? Genau das hier. Du musst dir vorstellen, den ersten Teil, den oberen Teil. Ah, okay. Ka. Kamile. Aber K ist doch das hier. Warte, das hier. Das hier ist aber ein. Also A, Mila. A, Mila. Mina. Genau. Letzter. Okay. Mi. Okay, sir. Mi. Da. Okay, der letzte Buchstabe, der mittlere Buchstabe ist kein Mim, weil, guck mal, hier haben wir in der Mitte einen Mim und der ist hohl, der hat eine Lücke. Das Der ist ist aber ein auch Hü. Ein Hä. das A, also Saida. Der Hü, Saida. der. Okay, dann bleiben wir hier inshallah stehen. Okay. Rabbana atina wa afghanna wa ihfazna bi Asrari al-Fatiha.